herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir zu Hause. Es ist übrigens jetzt knapp 19.45 Uhr, also Viertel vor acht. Ich bin seit einer Stunde zu Hause und merke, dass ich mein Seelentablet gibt, mein Seelenkapsel nicht eingenommen habe oder noch nicht eingenommen habe und die noch einnehmen möchte. Und wisst ihr, was ich mir zum Ziel gesetzt habe? Sehr stilles Wasser zu trinken. Und mal versuchen, ob wir es hinkriegen. Übrigens, in knapp drei Wochen ist meine Prüfungsphase. Und umso mehr Zeit vergeht, umso mehr habe ich Panik ein bisschen. Aber ich wollte euch jetzt eigentlich ein Paket zeigen. Natürlich mit der Katze im Hintergrund. ich habe ein Paket bestellt und zugeschickt bekommen. Und zwar... Ups. Da ging das Handy daneben ein bisschen. Tollen. Ich weiß es nicht, aber... Mein Handy möchte heute nicht stehen bleiben. So. Aber ja, ich habe einen Tut von ein Buch zugeschickt bekommen. Also so ein Do It Yourself. Genau, das sieht echt cool aus. Mit Kind im Hintergrund, wie immer. Mein Kanal besteht sowieso nur aus Kindern. Also für alle, die mich verfolgen. Ich finde das voll cool. Und das will ich auf jeden Fall die Tage mal machen. Man stellt das auf und soweit ich es verstanden habe, ist es ja so ein Buch mit so einem, ja, meine jetzt. Wenn ich es rauskriege, kann ich es euch auch zeigen. Boah. Hält das damit ab, dass ich es nicht... Ja. Ah. Hier unten ist ja auch noch eine Öffnung. Hier unten ist ja auch noch eine Öffnung. Daran heppert's. Ja, hätte ich das nur früher gewusst. Ja. Ich mache mal hier mal kurz die Tür zu. So. Hier ist das schöne Teil. Dieses soll es sein. Also ich zeige es euch mal. Hier dieses hier. Stellt man so auf. Und es ist so ein Buch. Genau, so ein Buch. Irgendwie so. Mit Licht soll es werden. Genau, mit Licht. Man macht so ein. Ja, also man baut damit so ein Buch draus, also so ein Haus wie so ein Buch und macht dann den Licht mit rein. Und das ist auch dafür. Das auch. Ich kann euch mal. Zeigen. Also, so soll es werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich konnte mich nicht so ausdrücken. Aber genau das hier soll es sein. Und ich würde es gerne zu Hause auf die Kommode im Flur wahrscheinlich hinstellen. Oder eben zu Hause. Im Wohnzimmer. Ich bin mich gerade am Fragen. Gibt es diese Kleinteile? Oh, Entschuldigung. Gibt es diese Kleinteile, wie hier drinnen, zum Beispiel diese Fenster und alles? Sind die mit in diesem
in dem Holz, in den Holzbüchern, also Dingern dran, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es die Tage mit meinem Sohn zusammen aufbauen und machen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Do-it-yourself-Idee mit den Kindern. Und man kann es super zum Geburtstag oder auch zu Weihnachten zum Beispiel schenken. Und übrigens ist das ab 14 Jahren geeignet, sehe ich hier. Aber ich glaube, mit fast 12 und mit mir kann der Große das auf jeden Fall machen. Hier wird auch mitgeliefert so eine Lichterkette-Art. Also Licht wird mitgeliefert. Ich glaube, Batterie ist, also das Batterie wird drin. Ich glaube, nur Batterie muss man dazu kaufen. Genau. Ja, das kam jetzt an und das werde ich die Tage natürlich mit meinem Kind oder auch alleine, ich weiß es noch nicht, aufbauen. Aber ob ich es noch diese Woche schaffe jetzt, ich weiß es noch nicht. Oder ob ich es in ein paar Tagen mache, je nachdem, wie ich es mit meiner Prüfungsvorbereitung schaffe, lasse ich mir erstmal Zeit für das hier. Genau, hier steht auch, also das ist für kreativen Kopf auf jeden Fall Relax und genau, Puzzeln halt. Ich finde sowas eigentlich super, vor allem wenn man abschalten möchte etwas und perfekt, genau. So, dann was habe ich sonst so vor? Ich überlege mir gerade. Eigentlich habe ich heute nichts mehr vor. Ich habe heute Morgen schon vorgekocht. Da habe ich euch nicht mitgenommen, weil ich es auf die Schnelle gemacht habe. Und zwar ein bisschen Reis. Und in meinem Airfryer hinten gab es dann noch Fleisch. Das habe ich auch hier. Die Kinder und mein Mann haben ein bisschen schon gegessen. Der Rest ist hier. Genau, die Tage möchte ich gerne diesen Pizzateig aufbrauchen. Deswegen war ich heute ja auch ein bisschen einkaufen. Ich habe Mais gekauft und Käse hatten wir. Ich will einfach Pizza Margherita machen. In meinem Einkaufsvideo davor habt ihr es ja gesehen, dass ich Mais gekauft habe für die Pizza, die ich benannt habe. Ich möchte nämlich diese hier aufbrauchen. Hier steht 5 Portionen und ich bin gespannt, wie es schmecken wird, weil ja, bin halt gespannt. Bisher hat eigentlich immer alles geschmeckt und ja. So. Das erstmal dazu und genau, ich nehme euch auf jeden Fall heute und morgen mal mit und vlogge euch mal alles, was ich so noch zusammenkriege, beziehungsweise mich würde auch mal interessieren, würde euch denn auch so ein kleines Tagesvlog interessieren, wirklich so klein, 8-9 Minuten, manchmal auch nur 5-6 Minuten, je nachdem, wie viel wir halt machen. Ich gebe halt mein Bestes, wirklich. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht werde ich auch dieses Video heute schon beenden, nach einem kleinen Schnitt noch. Und dann gibt es halt nur so ein kleines Video, in dem ihr jetzt zum Beispiel mein Puzzle und kurz von mir was gehört habt. Mal gucken, ob ich das auch so kleine Abschnitte mache. Ist, glaube ich, einfacher nämlich für mich. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich lasse mir jetzt mal was einfallen. Ich mache jetzt schnell die Wäsche hier. Und nehme euch auf jeden Fall gleich mit. Hilfe! Hilft mir bitte. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Jungen machen werde. Aber hilft mir bitte. Dieser Junge. Er ist fast 12. Er ist jetzt 11. Ja, 11. Ich weiß sein Alter nicht mehr, sorry. Ja, dieser Junge ist wörtlich in Pubertät. Hat bestimmt
6 Paar Schuhe zu Hause. Und er zieht immer meine Schuhe an. Jetzt, Mädels und Jungs und alle, die mir helfen können. Was kann ich machen? Ich möchte genau diesen Schuh bitte sauber kriegen. Aber diese Schuhe sind so, so dreckig, wie ihr seht. Ich habe es jetzt schon mal nass gemacht, auch ein bisschen mit Shampoo und alles drum und dran. Mein Bestes gegeben. Und ich hoffe, dass es so schön sauber wird. Denn ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Mit was macht ihr eure Schuhe sauber? Ich will sie jetzt auch nicht in die Maschine werfen. Denn, und ich sehe, mein Kind hat schon wieder was kaputt gemacht. Oh, Gott sei Dank haben wir mehrere Schuhe. Gott sei Dank. Ja, dein Bruder macht alles kaputt. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Jungen machen werde. Mein Spiegel übrigens muss ich auch gleich sauber machen. Ja. Viel Spaß, die Lara. Auf Vinted verkauft. So, es ist jetzt mittlerweile 22.25 Uhr und vor knapp 2,5 Stunden kam ein Postbote. Und zwar hat es mir diese Handschuhe mitgebracht. Einfach. So, die Handschuhe sind super geeignet. Ich habe es gerade ausprobiert. Wartet mal. So. Die sind übrigens super geeignet für zum Beispiel Grillen, für den Backofen, also als Backofenhandschuhe. Die sind echt für viel Hitze gemacht. Also man spürt nichts. Und ja, die will ich auf jeden Fall eventuell meinem Papa geben. Beziehungsweise mein Schwiegervater, der, also von meinem Partner, dem Vater, da wir ja öfter mal grillen und er die super gebrauchen kann. Übrigens bekommt ihr die Sachen, die ich hier jetzt in diesem Video gezeigt habe, alle auf Amazon. Ich verlinke euch mal beide Produkte und ja. Somit beende ich heute auch mein Video. Ist zwar nicht lang, aber ihr habt immerhin ein bisschen was von uns gesehen. Oder von mir zumindest und von diesen Produkten. Genau. Ja, ich werde euch morgen wieder weiter mitnehmen im neuen Video und beende somit jetzt mein Video hier. Bis bald. Tschüss.